Der Ausbau von erneuerbaren Energien schreitet voran. Andererseits stellen uns die Kosten vor enorme Herausforderungen. Quovadis Energiewende, das ist die zentrale Frage beim 7. energiepolitischen Dialog der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Meine Damen, meine Herren, wir stehen heute vor der größten Weichenstellung in der Energiepolitik überhaupt. Wir haben die letzten 5 Jahre vieles gemacht, aber wir werden jetzt die nächsten Monate noch einmal über 8 Gesetzespakete mit auf den Weg bringen. Dabei geht es zum Beispiel um Regelungen zur schrittweise Heranführung der erneuerbaren Energien an Markt und Wettbewerb, zur Kraft-Wärme-Kopplung, zum Einstieg in den digital gesteuerten intelligenten Verbrauch oder zum Strommarkt. Schon jetzt wird rund ein Drittel des deutschen Strombedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt. Die daraus resultierenden höheren Stromkosten sind nach Meinung des sächsischen Ministerpräsidenten Tillich aber ein Standortnachteil für Deutschland. Was immer wieder angesprochen wird seitens der Investoren, sind die hohen Energiepreise. Und die sind in der Tat im Vergleich zwischen Deutschland und den anderen Weltmärkten mittlerweile in einem dramatischen Ausmaß auseinandergelaufen. Ein wesentlicher Kostenverursacher ist der Ausbau der notwendigen Stromtrassen. Staatssekretär Rainer Barke aus dem Wirtschaftsministerium glaubt, dass trotz der hohen Kosten jetzt ein vernünftiger Kompromiss gefunden wurde. Wir haben jetzt einen großen Schritt auf die Bürgerinitiativen zugemacht, indem wir gesagt haben, wir räumen den Erdkabel einen Vorrang ein. Vorrang heißt nicht, dass wir im Norden unter die Erde gehen und im Süden wieder rauskommen, sondern dass man jetzt ganz genau unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten abwägt, ist jetzt das Kabel die bessere Lösung oder ist es die Freileitung? Auf dem 7. energiepolitischen Dialog der Unionsfraktion entwickeln sich spannende Diskussionen. Zudem gibt es viele Impulse für eine zukunftsfähige Energiepolitik. Die Energiewende muss auch zukünftig für alle bezahlbar bleiben, sowohl für die Industrie als auch für den normalen Verbraucher. Das bedeutet, dass wir mehr Markt und Wettbewerb brauchen, auch für erneuerbare Energien. Das wird ganz große Grundlage sein für die Ausschreibung von erneuerbaren Energien. Wir müssen aber auch beim Thema konventionelle Kraftwerke nicht zu viel auf Regulierung setzen, sondern müssen auch hier Deregulierung und mehr Markt zulassen.